Vergangenheit hatten wir doch leider an der einen oder anderen Stelle nicht nur einzelne Sportler, sondern zum Teil auch ganze Verbandsgruppen, Mannschaften, die zum entsprechenden Jahreshöhepunkt nicht ihre perfekte Leistung abrufen konnten. Und das hat uns veranlasst, diesem Problem systematisch auf den Grund zu gehen. Und wir haben hochkarätige Interviewpartner gefunden. Das merkt man im Triathlon einfach, dass man gucken muss, dass klar am Wettkampftag voll ist. Und haben sehr viel erfahren, wie man einen Sportler so vorbereitet, dass er am Tag X sozusagen mit seiner Bestleistung glänzen kann. Eine quantitative Methode auf diesem Feld ist, dadurch, dass es so komplex ist, überhaupt nicht möglich. Deswegen war für uns im Fokus die Rekonstruktion der subjektiven Sichtweise und Deutungsmuster der Trainer. Das heißt, als Erhebungsmethode war für uns das qualitative Interviewverfahren und das leitfadengeschützte Interview von Expertentrainern im Endeffekt ausschlaggebend. Und das Ziel wollten wir auch verfolgen. Wir haben dadurch primär die Ausdauersportarten betrachtet, in Kombination mit Kraftausdauersportarten. Das heißt, wir haben versucht, umfassendes Feld zu erheben, haben hier zum Beispiel Kanu, wir haben hier zum Beispiel Triathlon, Radfahren, Schwimmen, Skilanglauf, also verschiedenste Disziplinen sowohl im Sommer als auch für die Wintersportarten befragt. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, so sind doch viele Dinge von den Trainern betont worden, die man vielleicht erahnt hat, aber die man vielleicht in der Konsequenz nicht immer durchgesetzt hat. Zum einen hängt natürlich die Spitzenleistung zum Saisonhöhepunkt sehr stark von der Gesamtjahresvorbereitung ab. Also, dass man ohne Ausfälle oder Verletzungen das gesamte Trainingspensum schafft. Darauf haben viele Trainer explizit hingewiesen. Ein zweiter Punkt ist aber, dass man gerade in den letzten Wochen, also ich würde mal sagen, so die letzten 4-3 Wochen, im Training vorsichtig sein muss. Und viele Trainer und auch vor allen Dingen die ehrgeizigen Athleten überziehen gerade in den letzten Wochen und belasten sich sehr häufig vor den entscheidenden Wettkämpfen zu stark. Das ist sehr häufig der Motivation geschuldet, bisweilen aber auch einer falschen Trainingsplanung oder eben auch vorherigen Trainingsausfällen, die die Athleten dann in den letzten 2-3 Wochen kompensieren wollen. Und das hat in der Regel auch einen negativen Einfluss auf die Leistung. Die methodischen Schritte, die wir jetzt benutzt haben, waren natürlich die Interviews aufzuzeichnen. Wir haben sie dann im nächsten Schritt versucht zu transkribieren und haben dann hermeneutisch rekonstruiert versucht auszuwerten. Wir haben dazu Max QDA benutzt und haben dann erstmal zwecks Objektivität und Reliabilität die Interviews selber ausgewertet, individuell, und haben dann versucht, in der Gruppe natürlich einen Konsens zu finden. Und der nächste Schritt war eigentlich dann nur dahingehend, dass wir gesagt haben, können wir die Sportarten eventuell nach ihrem Anteil vom Ausdauerbereich zum Kraftausdauerbereich zusammenfassen und können wir für diese Gruppen, die wir dann gebildet haben, auch wirklich Empfehlungen geben, was sind denn die geeigneten Strategien und Maßnahmen im Peaking-Verfahren, um den Spitzensportler auf dem Spitzenniveau am Ende zu bekommen. Also zusammengenommen sind wir sehr zufrieden mit der Studie. Die Ergebnisse waren inhaltlich und von der Gesprächsführung, aber auch von den Ergebnissen wirklich neuartig und sehr schön, auch von der atmosphärischen Seite her, und ich denke, dass die Ergebnisse auch den deutschen Spitzensport weiterbringen können.